Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Der Weg des Kriegers, der Weg des Abenteurers oder der Weg des Erforschers. Welchem dieser drei spirituellen Paradigmen folgst du? Das ist auch eine wirklich interessante und wesentliche Frage, die sich jeder Mensch stellen kann, der sich selbst auf dem geistigen Weg befindet. Was es damit auf sich hat und warum diese Thematik auch für dich vielleicht ganz wesentlich ist, möchte ich dir in diesem Video beantworten. Dies alles und mehr in diesem Video. Hey, wenn dich das Thema interessiert, zieh dir dieses Video rein. Wir sehen uns im Video. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mir mit dir gemeinsam die Frage stellen, was ist denn eigentlich das grundlegende spirituelle Paradigma, dem dein eigener geistiger Weg folgt? Und das ist keine ganz so triviale Geschichte. Der bekannte Autor Serge Kelly King bringt in seinem Buch Urban Shaman die These dar, dass es eben drei große Paradigmen gibt, denen jeder von uns auf dem spirituellen Weg in der einen oder anderen Weise immer folgt. Er sagt, die sind der Weg des Kriegers, der Weg des Abenteurers und aber auch der Weg des Erforschers, wobei er den Weg des Kriegers und den Weg des Erforschers sozusagen als die zwei großen Paradigmen sieht und versucht mit dem Weg des Abenteurers eine dritte Variante vorzuschlagen. Interessant für uns ist das natürlich aus mehreren Gesichtspunkten. Die erste Geschichte, die damit zu tun hat, hängt natürlich stark mit unserer Selbstreflexion zusammen, aber auch mit der Verortung und der Bedeutung, der wir den Dingen, die wir auf der geistigen Wirklichkeit, auf der Ebene der geistigen Wirklichkeit erleben, sozusagen tatsächlich geben. Wie sich uns die tatsächliche Weltwirklichkeit zeigt und aber auch, wie sie sich uns gegenüber manifestiert. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. So, was hat es also mit diesen Paradigmen auf sich? Nach Serge Kelly King gibt es eben diese zwei Urparadigmen, mehr oder weniger, die er eben als den Weg des Kriegers und den Weg des Erforschers definiert hat. Und er sagt, dass diese beiden Denkansätze im Bereich der Spiritualität sich sozusagen unter gegenseitigen Vorzeichen selbst bedingen. Was meint er damit? Der Weg des Kriegers ist sozusagen ein spirituelles Mindset, das du hast, ja, in dem du die ganze Weltwirklichkeit mehr oder weniger nach diesem dualistischen Konzept in Gut und Böse sozusagen einteilst oder in erwünscht und nicht erwünscht, in positiv und negativ. Und da hören wir schon heraus, dass das eben tatsächlich das Mindset ist, das die meisten von uns im Westen eben haben. Ja, interessanterweise hängt das vielleicht auch mit unserer religiösen Grundeinstellung, der Vorprägung unserer Kultur zusammen. C.G. Jung zum Beispiel geht er davon aus, dass es etwas wie das kollektive Unbewusste gibt. Bei ihm allerdings ist dieses kollektive Unbewusste tatsächlich weniger wie ein reales Unbewusstes im menschlichen Geist zu verstehen, sondern wurde von ihm sehr, sehr stark in Richtung eines kulturellen Unbewussten, wie man jetzt auch in der anerkannten Geisteswissenschaft unserer Tage sagen würde, sozusagen verstanden. Ich persönlich gehe in meinem Verständnis der Wirklichkeit da von einem anderen Paradigma aus. Ja. Ich persönlich denke wirklich, dass es etwas wie ein großes Weltunbewusstes gibt. Dass uns also die Weltenseele tatsächlich gegenübertritt, einerseits natürlich in ihren bewussten Gestalten, andererseits aber auch in Gestalt eines großen, allgegenwärtigen, schweigenden Geheimnisses sozusagen. Ja. Dieses schweigende Geheimnis des Weltunbewussten ist aber auch wie eine Schnittstelle, die uns alle miteinander vereint und die uns aber auch mit der Weltenseele und tatsächlich auch dem großen Ganzen vereint. Und das Interessante dabei ist, dass wir mit unterschiedlichen Techniken auch mit Hilfe dieses Weltunbewussten sozusagen arbeiten können, um tatsächliche energetische Effekte eben in der äußeren Weltwirklichkeit zu generieren. Dazu wahrscheinlich an anderer Stelle mehr. In diesem Video wollen wir uns mehr um diese spirituellen Paradigmen kümmern, denen unser eigener geistiger Weg immer in der einen oder anderen Art und Weise folgt. So, für Serge Kelly King ist es nun so, dass eben dieser Weg des Kriegers sehr stark dualistisch geprägt ist. Es gibt also sozusagen die guten und wunderbaren Mächte und die Wahrheit, der wir folgen, und dann gibt es halt das Böse, die negativen Mächte, die Dämonen, die überall auf uns lauern, um uns vom Weg abzubringen, und so nach diesem Motto. Ja. Und im Endeffekt ist das natürlich eine hochproblematische Geschichte der Wirklichkeitswahrnehmung. Das Interessante dabei ist, dass wenn wir in diesem Denken drinnen sind, ja, kommen wir eigentlich auch aus einer Denktradition heraus, die im Wesentlichen den drei großen abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, zugrunde liegt. Denn dort gibt es in all diesen abrahamitischen Religionen eben den guten Schöpfergott natürlich, ja, und ihm aber auf die Seite gestellt wird dann die Annahme eines sozusagen negativen Antigottes, dem Teufel und irgendwas in die Richtung. Ja. Und das zieht sich dann bis hinein durch. Es gibt dann Gott und seine Engel und den Teufel und seine Engel, das sind dann die Dämonen. Ne. Und im Endeffekt ist das ein hochproblematisches Weltbild. Nämlich warum? Weil es dich
in diesem Denkmuster letzten Endes der Dualität gefangen hält. Ich habe dir schon in einem anderen Video ausgeführt, dass natürlich alle Dinge ihre zwei Seiten haben. Das ist durchaus richtig, wenn wir die Dinge in der äußeren Welt Wirklichkeit betrachten. Aber auf der Ebene des Schöpfers gibt es eine vollkommen andere Gesetzmäßigkeit. Denn wie es schon auch in der Bibel heißt, der Schöpfer ist einer. Das heißt, es heißt nicht nur, dass es nur einen Schöpfer gibt, ja, sondern es heißt, dass in der Dimension der Einheit die Schöpfung ihre wahre Vollkommenheit, ihre wahre Blüte erreichen kann. Und dass diese Einheit im Schöpfer immer ungeteilt ist. Das heißt, der Schöpfer selbst, Gott selbst, teilt sich niemals in unterschiedliche Untergottheiten auf, sondern er ist immer einer. Trotzdem kann er uns in unterschiedlichen Gestalten in dieser äußeren Wirklichkeit gegenübertreten und eben auch in der Sinne der christlichen Lehre der Trinität zum Beispiel als Vater in der energetischen Ursachenwelt, als Heiliger Geist auf der Welt sozusagen der Intelligenzen und Genien und eben als Sohn, also als manifestierte Gottheit tatsächlich auch in der äußeren Weltwirklichkeit gegenübertreten. Und hier setzen wir uns als Mystiker natürlich für ein sehr umfassendes Verständnis dieser Geschichte ein. Also wir glauben auch, dass der Sohn Gottes sozusagen tatsächlich auch eine geistige Qualität ist, die letzten Endes auch in unserem Leben, in deinem Leben, ja, zum Vorschein kommen möchte. Ja. Das heißt also, dass hier nun unterschiedliche Mechanismen der äußeren Weltwirklichkeit am Ablaufen sind, ja, aber auch spirituelle Gesetzmäßigkeiten dieser äußeren Manifestation der Welt, wie sie wirklich ist, zugrunde liegen. Und dieser gilt es halt von der Warte der europäischen Mystik aus sehr, sehr stark zu erforschen. Also hier folgen wir eher dem Ansatz des Erforschers. Ja. Hier ist das Grundparadigma, ja, das letzten Endes diesem Erforscher-Mythos oder diesem Erforscher-Paradigma, verzeiht, zugrunde liegt, ja, ist mehr oder weniger die Frage nach der Wirklichkeit. Was ist denn die Wirklichkeit? Wie ist diese definiert? Gibt es neben den grobstofflichen, motorischen, sozusagen Naturgesetzen, vielleicht auch feinstoffliche, spirituelle Naturgesetze? Und die wollen wir herausfinden und die wollen wir erforschen. Und wir glauben, dass wir dadurch eben tatsächlich halt einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass diese äußere Weltwirklichkeit mehr zu ihrer eigentlichen Bestimmung zurückfindet. Dass wir anderen Menschen dann helfen können, tatsächlich ihren eigenen spirituellen Weg selbstbewusst, mit Freude und mit ganz, ganz vielen Hintergrundinformationen besser und effektiver gehen können als ohne diese. Und auf das spirituelle Paradigma des Weges der Erforscher sozusagen hin orientiert, gibt es eben nicht so sehr dieses Denken in Schwarz-Weiß, in Gut-Böse, sondern hier ist vielmehr die Frage, mit welchen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten haben wir es denn zu tun und wie können wir diese nutzen, um tatsächlich also auf unserem eigenen geistigen Weg weiterzukommen und eine Stufe zu erreichen, die uns dem Schöpfer ähnlicher werden lässt. Und das ist natürlich ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Also egal, welchen Grad an Meisterschaft jemand sozusagen erworben zu haben meint, ja, letzten Endes wird der sich wirklich auf diesem Weg zur Meisterschaft befindet, immer erkennen, dass alles, was er erreicht hat, eigentlich immer nur die Vorbereitung war für das, was noch kommt. Dass er ihn nie ausgelernt hat, sondern dass er in allen Dingen immer neue Wahrheiten, eine neue Tiefe der Spiritualität, der spirituellen Erfahrung, eine neue Weisheit einfach erkennen kann. Ja. Im Buch des Propheten Habakuk im Alten Testament heißt es beispielsweise dazu, dass Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so hoch sind Gottes Gedanken über unseren Gedanken und Gottes Weisheit über unsere Weisheit. Das bedeutet, für den europäischen Mystiker ist klar, dass im Endeffekt das Göttliche sich für uns immer wie in einem großen Geheimnis verborgen sozusagen enthüllt und dass jede Offenbarung, die wir von diesem göttlichen Geschenk bekommen, tatsächlich etwas ist, das uns sozusagen näher zu der Erkenntnis, der wahren Erkenntnis dessen führt, wie Gott wirklich ist. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Du siehst schon, dieser Weg des Erforschers hat etwas, das viel spielerischer ist. Ja? Es hat eine größere Leichtigkeit, als wenn du dich in einem Paradigma befindest, wo du als Held sozusagen immer gegen die Mächte der Finsternis ankommen musst. Ja? Das ist letzten Endes nicht unsere Aufgabe, sondern alle Dinge, die sich in dieser äußeren Weltwirklichkeit manifestiert haben, haben eine Ursache. Das ist sozusagen die Gesetzmäßigkeit des Karma. Diese Ursache zu verstehen, hilft oft schon, scheinbar negative Effekte tatsächlich aufzulösen. Und hier halte ich es persönlich für einen viel klügeren Ansatz, zu versuchen zu verstehen, was es denn tatsächlich für Mechanismen sind, die hier diesen Projektionen vielleicht des menschlichen Geistes auf die spirituelle Wirklichkeit zugrunde liegen. Denn wir können genauso attestieren, ja, dass Gott immer der ganz andere ist. In der europäischen Hochtheologie hat das dazu geführt, dass man sagt, man kann sowieso nur auf drei verschiedene Art und Weisen sozusagen tatsächliche Aussagen über das Wesen Gottes treffen. Der Weg der Analogie, der wir analogieren, der Weg sozusagen des Gleichnisses, ja, wäre dieser Via
der Analogie. Dann gibt es sozusagen den Weg der Überhöhung, also sozusagen der Via Eminentiae. Das heißt zu sagen, Gott ist eben sozusagen überirdisch, er ist nicht irdisch, er ist überirdisch. Gott ist nicht nur barmherzig, sondern allbarmherzig. Gott ist nicht nur präsent, sondern er ist omnipräsent. Also sozusagen wo von normalen Aussagen her einfach immer wieder überhöht, überhöht und überhöht wird, damit wir langsam aber doch verstehen können, wie das Wesen Gottes als Gott der ganz andere sozusagen tatsächlich beschaffen ist. Und dann gibt es natürlich auch noch den dritten großen Weg, den Wir-Negation ist. Den Weg der Verneinung, den man versucht also zu sagen, wie Gott nicht ist. Also beispielsweise, wenn wir hergehen würden, wir würden Gott vergleichen und sagen, Gott ist wie das Licht einer Kerze. Und wenn wir dieses Licht anzünden, dann wird es im Raum hell. Da müssen wir natürlich dazu sagen, aber gleichzeitig ist Gott auch nicht wie das Licht dieser Kerze. Das Licht dieser Kerze bedarf des Mediums, des Raumes, um sich auszubreiten. Doch Gott ist nicht so, sondern Gott ist vielmehr wie die Matrix, die den Raum definiert. Er ist es, der den Raum aus sich selbst hervorgebracht hat. Und das unterscheidet ihn von allen Dingen, die in dieser äußeren Weltwirklichkeit tatsächlich am Wirken sind. Und Serge Kelly King macht nun einen logisch richtigen Schritt. Er versucht nun von diesem Weg sozusagen des Kriegers und dem Weg des Erforschers, also auf keiner von beiden sich zu 100% zu versteifen, sondern schlägt einen dritten, einen Mittelweg vor. Und er nennt diesen Mittelweg den Weg des Abenteurers. Und der Abenteurer ist jemand, der mit dem Geist des Erforschers an diese äußere Weltwirklichkeit herangeht, der aber nicht alles hinnimmt, was ihm in dieser Weltwirklichkeit begegnet, sondern der beispielsweise eine Ungerechtigkeit nicht so im Raum stehen lässt, sondern versucht, zu dem Modus der Gerechtigkeit für alle zurückzufinden. Hier könnten wir uns die Frage stellen, ob es nicht vielleicht auch noch den Weg des Heilers gibt, der eben nicht versucht, nur sozusagen einen Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Gerecht und Ungerecht sozusagen sich zu befinden, sondern der versucht, die Ursache für das, was wir als Ungerechtigkeit empfinden, sozusagen herauszufinden und diese Ursache zu heilen und diese Ursache Heilung zukommen zu lassen, um eben die Welt sozusagen, wie sie uns gegenwärtig erscheint, wieder in einen höheren Schwingungsstatus überzuführen. Ja, auf der individuellen Ebene kann uns da der Weg des Abenteurers sehr, sehr gut weiterhelfen. Denn es ist tatsächlich so, wenn wir durchs Leben gehen, uns werden einfach Zeit unseres Lebens Dinge in der äußeren Wirklichkeit begegnen, die einfach eine innere Reaktion in uns auslösen, die sozusagen auch unserem Denken keine Ruhe lassen, sondern wo wir unbedingt eine Antwort finden möchten oder finden müssen. Und diese Dinge haben es an sich, ja, dass wir unsere Aufmerksamkeit und unser energetisches Potenzial sehr, sehr stark abziehen, nämlich auf die Beschäftigung mit diesen Dingen hinein. Mir selbst ist das vor kurzem passiert mit der Geschichte rund um die Karfreitagsregelung, die neue unter Anführungszeichen in Österreich, wo eben der evangelischen und altkatholischen Christenheit kurzerhand mal ein Feiertag aberkannt wurde. Und ich persönlich finde, sowas ist einfach eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Denn warum sollten Mitglieder einer Minderheit von drei Minderheitskirchen, nämlich evangelischer, altkatholischer und methodistischer, Minderheitskirche auf einmal in ihren Rechten beschränkt werden? Nur weil der EuGH eben empfunden hat, dass das irgendwie eine Bevorzugung des Religionsgemeinschaft wäre, dass sie halt einen Feiertag im Jahr mehr haben. Also ich persönlich finde das überhaupt nicht. Ich bin anderen Menschen ihre Feiertage nicht so neidig und ich hoffe, du bist das auch nicht. Und ich denke, eben, wir sollten hier tatsächlich eine gerechte Lösung für alle finden. Und meiner Meinung nach wäre eine gerechte Lösung für alle, eben nicht die Minderheiten in ihren Rechten zu beschneiden, sondern stattdessen vielmehr das Privileg des Feiertags auf alle auszuweiten. Bloß eben unternehmerische Boni sozusagen von der Regierung auszubezahlen oder ausbezahlen zu lassen, um eben der Wirtschaft, den Unternehmen damit zu helfen, diesen Kostenfaktor zu kompensieren. Ich denke mir, das müsste schon möglich sein, denn gerade wenn es um das Staatsbudget geht, dann ist das ja praktisch riesig. Das ist ja so oft ein virtueller Wert, der tatsächlich auch auf virtuelle Art und Weise sich vermehren kann. Wenn du nämlich den Geldschöpfungsprozess und den Wertschöpfungsprozess des Staates und der Banken tatsächlich mal hinterfragst, dann entsteht das Geld faktisch tatsächlich aus dem Nichts. Aber das will ich dir wahrscheinlich in einem anderen Video näher erklären. In diesem Video wollen wir nicht so sehr in das Politische einsteigen, aber das ist so, wie schnell das geht, dass wir tatsächlich vom Weg des Forschers und vom Weg des Abenteurers tatsächlich wieder auf den Weg des Kriegers zurückkommen und dann einfach diesen Impuls haben, gegen eine scheinbare Ungerechtigkeit einfach vorgehen zu wollen. Einfach zu sagen, hey, das wollen wir nicht hinnehmen, wir wollen das im Rahmen der Demokratie, die ja eigentlich ein System der Gerechtigkeit sein soll, ein System der Freiheit, letztendlich sein soll, keine ungerechten Entscheidungen getroffen werden. Das wäre also wirklich ein grundlegendes und wesentliches Anliegen. Ja, gut, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Ausführungen zu diesen drei spirituellen Paradigmen, vielleicht sogar vier mit dem Weg des Heilers, ein bisschen weiterhelfen, um dir die Frage zu beantworten, auf welchen unterschiedlichen spirituellen Paradigmen wir uns denn tatsächlich bewegen können, welche Auswirkungen das für uns hat und warum es interessant ist, sich mindestens einmal sozusagen in seinem geistigen Leben auch darüber Gedanken zu machen. Damit
ist in diesem Video, glaube ich, mal wieder die Zeit schon ein wenig überschritten. Wahrscheinlich wollte ich schon wieder viel kürzer reden, als das Video eigentlich geworden ist. Hey, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like oder Kommentar da. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den heiligen Hallen der Hohen Feste, deiner Mystischen Academy. Alles Gute und ciao dabei!